بل بالادب تنال اعلى الرتب فعش حياه العلماء واقرا صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تسيس أنزغة تسعين دعيس حلقة زيت سونغ دي أكليغونغ فون نعم أيضا الله سبحانه وتعالى العبد دي دينا الله سبحانه وتعالى أويسا ليش وإنا ليش Al-Abd, äh, er führt viele Ibadet, was Allah liebt. Äh, sein erstes Ziel ist nicht, die, die weltliche und die Nutzen von der Dunya zu haben. Das ist nicht das erste Ziel von ihm. Obwohl Allah subhanahu wa hat uns motiviert mit verschiedenen, äh, mit, mit verschiedenen Sachen, damit wir ihn dienen. Allah wa ala sagt, Qulub äh, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe, Ruhe, Ruhe. bedeutet die Glückseligkeit, was jeder Mensch sucht. Jeder Mensch sucht diese Ruhe. Die Menschen, die suchen diese Ruhe in verschiedenen Sachen. Manche suchen das im Geld, manche im Status, manche suchen das in Arbeit, manche suchen das bei Kindern, bei Häusern, bei Autos, verschiedenen Sachen. Die Leute suchen diese Ruhe. Allah sagt in dieser Eier, im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Das bedeutet, Allah Subhanahu wa motiviert uns es dicker zu machen. Das ist nicht das erste Ziel von den mumin uh. Hört ihr? Hört, hört mich? Hört, hört mich? Kann einer sagen, hören? Bruder, sieh, hörst du mich? Hört nicht, hört mich nicht? Hört, hört, hört ihr es? Salam alaikum تت اوكي اوكي okay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Das ist unsere 32. Sitzung in der Erklärung von Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Der Mensch ersucht die Nähe von Allah subhanahu wa ta'ala. Äußerlich und innerlich. Also der Mensch sein seinem Ziel ist, dass er Allah subhanahu wa ta'ala ta zufrieden ist über diesen Mensch. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala uns mit verschiedenen Früchte motiviert hat. Allah Subhanahu wa ala sagt: Ala bi al -qulub. Im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Ruhe, das ist, was, was die, Menschen, die Menschen, die nennen das Glückseligkeit, diese innere Ruhe. Die, Ruhe. die Menschen suchen Ruhe in verschiedenen Sachen. Manche suchen das im Geld, manche im Autos, manche im Häuser, manche im Status. Die Leute, sie suchen diese Ruhe überall. Allah sagt, im Gedenken Allahs finden die, die Herzen Ruhe. Allah motiviert uns, sicher zu machen. Und Allah, er hat, äh, Allah Subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Khabir, er ist Al-Hakim, Al-Alim, der Allwissende, der Allweise, er weiß, wo, wo die Ruhe gibt. Was ist die Heilung des Herzens? Deshalb, der, deshalb der Mensch, er äh,

Allah subhanahu wa liebt diesen Menschen. Aber das Problem ist, die meisten Menschen die, die sehen Allah subhanahu wa als Gegner. Viele Leute, die streiten al qadar äh, wenn, Warum? Weil sie kennen nicht Allah subhanahu wa mit seinen Namen Eigenschaften Die kennen Allah nicht mit seinen Namen Eigenschaften. Deshalb das führt ihnen zu einer Art Hoffnungslosigkeit. al -Yais. Und diese Yes führt zum al -Kufr. وإلا ما الله سبحانه وتعالى زين حكمة زين علم آه الله سبحانه وتعالى هذه شونس نامن آه بهندن هويت زين نام الولي المولى الولي آه الولي بوغدا إن القرآن فمت مال إفينت الله سورة البقرة دي أست نام الولي بوغدا إن سورة البقرة الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور و الموله wurde wurde äh wurde 10 mal erwähnt diese Stoff in arabischen also man sagt al wali al wali bedeutet die Nähe al wali mit sukun auf lam bedeutet die Nähe der Prophet sallallahu alaihi wasallam er sagt zu einem jungen kul mim ma yalik also iss von dem, was nah an dir ist. Kul das Verb jelik das stammt von al-wali, das bedeutet die Nähe. Und al-wali ist Gegenteil von al-adu, von Feind. Und al-mualat ist Gegenteil von Feindlichkeit. Deshalb sagt Tawallah, Tawallah bedeutet, hat ihm unterstützt und hat ihm den Sieg gegeben, hat ihm geliebt also Al Mola Al hat viele Bedeutungen im Arabischen also wenn jemand äh, Sklave war die sagen sein Mola hat ihn äh, von, von der Sklaverei befreit deshalb du findest in verschiedenen, verschiedenen Biografien von Gelehrten früher von Tabiin die sagen Mola Fulan, also äh, Mola Ibn Omar das bedeutet, dass Ibn Umar hat ihn befreit Das heißt al mola Al-Mola heißt auch der Cousine. Al-Mola heißt der Unterstützer. Al-Mola heißt der Nachbar. Al-Mola heißt der, der Freund. Al-Mola heißt auch der Anhänger, der Folger, der Liebende, der, der, der Teilhaber, der Sohn von deiner Schwester. Der Neffe heißt auch Al-Mola. Das sind, alle, das sind alle Bedeutungen von dem Maulana. Al-Wilaya mit 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 Kasr ist das Sultan die Herrschaft und Al-Wilaya, Al bedeutet die Unterstützung. Das, ist die, das sind die Bedeutungen im Arabischen von von Al-Wilaya, also Al-Wilaya, Al-Wilaya. Äh, äh, إن بيتوقع الله سبحانه وتعالى الولاة هتتعب بضويتهم. إذ جبت عين الله سبحانه وتعالى تولى المنشن. الله سبحانه وتعالى. الله äh, الله er سبحانه وتعالى er heilt die Allah subhanahu wa ta'ala, er versorgt, er ist, er ist der Schöpfer. Allah hat, er hat die Existenz versorgt, weil er ist Al-Khaliq, der Schöpfer. Und äh, dieser Tat von ihm, die, die Schöpfung, die hat diese Existenz gebracht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er gibt immer diese, diese Al-Madad, Allah gibt diese Existenz, er gibt, er versorgt sie. Also damit die Existenz bleibt, diese Welt bleibt. Und das ist, das ist umfassend. Also du siehst, Allah wa, gibt alle Leute. Alle Leute essen, trinken, er heilt die Leute. Viele Leute sind reich, obwohl sie glauben nicht an Allah. Wa viele Leute sind gesund, die glauben nicht an Allah. Gesund. Die sind viele, die haben eine Art Glückseligkeit, Zufrieden. Äh, sie bekommen alles viele bekommen alles was sie wollen das ist die, das ist die globale bedeutung von alwilaya und Al äh, aber die, die, die spezielle bedeutung von der ist die unterstützung und liebe und an nusra also allah subhanahu wa taala unterstützt sein wali und das, das, ist, das ist eine spezielle bedeutung also viele denken, dass Al-Wilaya ist Geld. Al-Wilaya ist Gesundheit. Allah subhanahu wa ta'ala gibt das. Natürlich gibt Allah subhanahu wa ta'ala das. Die wahre Wilaya von Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist die Unterstützung in dem Iman. Die Unterstützung in dem Zikr. Die Unterstützung in dem Ibadah. Und äh, es gibt eine, eine feine Bedeutung und zwar wenn Allah jemanden liebt, man, viele Leute denken, dass wenn Allah dir kein Geld gibt, das bedeutet, er liebt dich nicht. Wenn du arm bist, Allah liebt dich nicht. Viele Leute denken, dass al Material ist Material. Wenn ich Geld habe, Allah liebt mich. Aber wenn Allah mir mehr, mehr Schwierigkeiten macht in Bezug auf meinen risk er liebt mich nicht. Das, das ist eine falsche Vorstellung. Allah es gibt eine feine Bedeutung. Du findest, dass Allah, subhanahu wa Allah sehr liebt. Du findest Leute, die beten, die machen alles. Sie machen das Zikr, sie machen das Sadaqa, sie mach, die beten die Nacht, sie lesen den Koran, sie haben viel viele Sachen, viel Angelegenheit von dem Iman. Du findest, dass sie die haben nicht viel Geld. Allah subhanahu wa er will immer die Stimme von diesen Leuten hören. Also Allah gibt ihnen jeden Tag was, was Kleins. Immer wenn er was braucht, er kommt zu Allah. Er lässt sein Herz hängen an Allah. Und er macht sein Herz frei von der Dunne. Das ist ein Art er ist das. Schau mal auch eine andere Form von der wilaya wie die Form, was Abu Bakr gekriegt hat. Schau mal, der Prophet fragte eines Tages, wer hat wer fastet? Abu Bakr sagt ich. Wer hat einen kranken Muslim besucht? Abu Bakr sagt ich. Wer hat ein Geneser gefolgt? Abu Bakr sagt ich. Das bedeutet dass Allah Subhanahu wa er hat Abu Bakr Erfolg gegeben, in jeder Tür von, von Dienerschaft zu sein. Abu Bakr war in, in allen Türen, jeden Tag, er versucht viele, viele Tätigkeiten von dem Iman zu machen. Das ist al Wilaya. Bedeutet al Wilaya, dass Allah subhanahu wa ist nah zu dir, ist immer nah und er gibt dir Erfolg. Also, wenn du al Ibad liebst, wenn du ein Dikr liebst, wenn du den Koran liest, wenn du al Ilm liebst,

aber und er, und er lässt vorbereiten. Allah bereitet vor. Gibt Ohren, Augen, gibt alles. Er lässt vorbereiten. Er gibt die Vorbereitung für den Mensch. Aber, aber, aber Erfolg gibt er nicht für jeden. Nur für seine Aulia. Deshalb du siehst diese Eier in Surat al-Baqarah. Allah ist der Schutzherr. Derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen, das ist, das ist ja. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Das ist die Wahrheit von Helwileya. Ja. Aber die Ungläubig sind deren Schutzherren sind die falschen Götter. Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Schau mal, die Finsternissen sind Plural. Weil die Farben von Finsternissen sind verschieden. Du findest Atheismus, du findest Heidentum, du findest äh, Schirk von verschiedenen Arten, du findest diese, diese äh, ideologischen Ideen verschiedener Arten. Aber Haqq ist eins: Licht, ins Licht. Und diese Licht, dieser Licht ist Stufen. Das, das, das ist das Ziel von den Mu'min, dieses Licht zu bekommen. Diese, die, die Welt von Al-Ghaib ist anders als, als die Welt von Al-Shahada. Weil äh, die, äh, die, die Welt von Al-Ghaib, wenn Abbas sagte, die Leute vom Himmel, also die Engel, die sehen unsere Moscheen genau wie wir die Sterne sehen, mit Licht. Auch der Mensch auch hat Licht. Der Mensch hat Licht. deshalb Wie viel du dein Licht durch, durch Dienerschaft diese Arten von Dienerschaft aber, aber wie wärst du immer dabei sein wenn Allah dich alles wali nimmt Allah Allah er, 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 er nimmt dich alles alles uh, du bist wali von ihm ist dein wali du bist dein und du bist auch sein wali du bist sein wali weil du hast ihm als wali genommen alles du hast Vertrauen zu ihm gemacht. Du hast ihm alles Rabb genommen. Deshalb, er gibt dir dieses Licht und er bewahrt dich von diesen Finsternissen. Und diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die falschen Götter. Die bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternis. Schau mal, dieser falschen Erwerb, dieser, dieser falschen Ehrlicher. Was machen sie mit ihren mit ihren Folgern, mit ihren Anhängern. Die, die, die führen sie in die Irre. Deshalb, äh, äh, al ist äh, dieser Name, äh, verursacht in unser Herzen Vertrauen und Liebe. Und die suchen nach Nähe. Man sucht nach der Nähe von Allah. Subhanahu wa du suchst diese Nähe durch die das äh, Allah sagt, das Wort alaq Kella, la nein, also folge ihn nicht, also sei nicht gehorsam gegenüber ihn. Gehörche ihn nicht. mach es sujud und komm Mach es und Also, es sujud ist ein Art von, von Dienerschaft. Ich habe die Gelehrten sind zwei Meinungen über Gebet, von Taraweh und Nachtgebet. Sollte man äh, wenig beten, aber lange, oder man macht viel Sujud? Man betet, äh, nimmt kleine Suhr und vermehrt die Raka'at, damit man viel Sujud macht. Beide sind gut. Also wenn du die Absicht hast, mehr Sujud zu machen, dann bete, mach die Raka'at Raka wenig. Ja, bete mit kleinen Suhr und mach viel Sujud und mach viel, D mach viel Dua in, in das Sujud. Du kommst nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn du liest beim Stehen, das ist auch gut für dich, auch zu seiner Nähe. Diese Nähe, wenn du diese Nähe bekommst, du, du brauchst keine Angst zu haben. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala, Sicherlich, über Allahs Gefolgs, Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen die traurig sein. Also, man hat, braucht keine Angst vor Zukunft. Und man braucht auch keine Traurigkeit über was vergangen ist. Aber das braucht Elwileya, Diese Wiler braucht man. Diese Nähe. Man erreicht diese Nähe mit der Sunnah, die Art und Weise des Prophet. Weil es gibt viele Gruppierungen wie die Mystiker, die, erreichen, die wollen das anderes erreichen, indem sie sich zurückhalten. Okay, zurückhalten ist gut. Aber dass sie nicht sagen, außer Allah, 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 Allah man lässt alles, sein Kinder, alles, das ist ein anderes Thema. Und man sagt Allah und man, man isst wenig, trinkt wenig. Und das hat, das hat eine Wurzel vom Christentum, diese Mönchen, wie, wie, sie, wie sie gelebt haben, um die Nähe zu Allah zu bekommen. Äh, sie haben sich gequält, um diese Nähe zu bekommen. Aber in Al Islam, nein, du quälst dich nicht du quälst dich nicht du genießt diese Ibadah und du kommst nah zu Allah und du dienst Allah mit diesem Namen al-Wali also du suchst die Nähe von ihm wenn er dich äh, wenn, wenn Allah Subhanahu wa dir nach, nachbringt du hast Erfolg und Zufriedenheit bekommen das ist unsere Halaqa für heute möge Allah subhanahu wa uns ونأمل أن الله سبحانه وتعالى أولياء وأن يدعمنا في سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته